Null. So, Leute, jetzt wie. Oh, nee, warte kurz. Jetzt habe ich mir genau vor die Fresse gefurzt. Das bleibt in der Aufnahme drin. Das kommt schön alles mit rein. Komplett abziehen. Ja, da sind wir wieder, ihr kleinen Ganoven. Der Unterwasserwelt, was? Herzlich willkommen zurück zu Dodo Wars. Eine Woche ist vergangen. Wir haben super viel Feedback bekommen. Tolles Feedback. Kaum einer hat gespoilert, außer bei Kalle. Da wurden 4 Leute komplett weggebannt. Sorry da nochmal, ne? Aber ansonsten, bisher läuft alles toll. 2 Sachen würden wir vorher aber noch ansprechen, oder 2, 3, sage ich mal. Als allererstes Wichtigste, Noobschutz. Also wir haben ja Bola aus und deswegen haben wir gesagt, Leben werden ja nur im PvP abgezogen. Ändert aber die ganze Herangehensweise, wenn man jetzt zum Beispiel einen T-Rex sehen will, ja, dann ist es nach aktuellem Stand, ja komm, lass mal probieren, was haben wir zu verlieren, außer unser Leben. Aber halt nicht die Lebensanzahl, ne, fürs Projekt. Und das wollen wir gerne ändern. Wir haben jetzt gesagt, okay, die ersten 5 Folgen ist quasi Noobschutz, kein Lebensverlust durch PvE. Aber ab jetzt wollen wir es gerne mal ausprobieren, wie es ist. Ist nämlich, ne, der eine oder andere ist nicht so versiert in Ark. Deswegen würden wir das jetzt gerne 1, 2 Folgen lang testen, beziehungsweise eine Folge testen. Wir testen es jetzt. Spielen so, als würden wir quasi dann wirklich auch ein Leben verlieren. Und sagen euch in der nächsten Folge, zu welchem Schluss wir gekommen sind, ob wir das machen wollen oder nicht. Hat halt Vor- und Nachteile, ne? Also streng dich bitte an, Morina. Nachteil ist zum Beispiel, dass man dann nicht mehr so locker ist, wie Alex dann meinte, ne? Dann trollt man nicht so rum und so weiter. Zweite Sache, einer hat gefragt, ja, oder die Frage, die immer wieder bei mir kam, war, ja, wenn ihr jetzt irgendwie im Kampf seid mit den Gegnern und der Gegner stirbt aber durch einen PvE-Dino, der sich irgendwie, der dazukommt oder so, dann zählt das nach aktuellem Regelstand auch als Kill. Und ein anderer hat noch gesagt, also, es gibt immer so ein paar Auslegungsarten. Wir, muss ich nochmal grundlegend betonen, haben Gentleman's Agreement, dass wir nach diesen Regeln auch leben und nicht versuchen, die zu abusen. Ja. Dazu kommt zum Beispiel, Base wird jetzt auch nicht auf einer Insel gebaut, weil rein theoretisch würde da ein T-Rex hinkommen, aber der würde halt komplett zerfickt werden und theoretisch kann man da nur mit Flugdinos hin. Anständig, ja. Ansonsten mit einem Floß und einem Trike drauf, so, oder 10 Flößen. Ja, also grundlegend, bisher läuft alles super, bleibt dabei nicht zu spoilern. Für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, Dodo Wars kommt Montag bis Freitag abwechselnd bei den Teammitgliedern auf den Kanälen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die TS-Räume, es sei denn, ihr habt noch was. Nö. Immer um 18 Uhr. Immer um 18 Uhr, genau, um 18 Uhr, weil, haben wir einfach festgelegt, weil es ist ein bisschen schwierig, 6 Leute mit ihren YouTube-Kanälen alle zufrieden, da einen Kompromiss zu finden. So. Dann, ich entpause wieder direkt und dann geht's los, ne? Stirbt. Also. Channel switched. User joined your channel. So, ich hab die ganze Zeit übrigens einen schwarzen Bildschirm gehabt, Leute, ja, weil ich bin connected während der Server pausiert. Du kannst ja mein Bild reinlegen. Ja, ja, ich weiß noch nicht. Also, die ersten Folgen habt ihr schon gesehen, die haben wir jetzt immer so ein bisschen editiert. Es lag zum anderen Teil daran, dass wir das Ganze musikalisch untermalen wollten und dass es halt gerade in der Anfangsphase halt auch mega Sinn macht, mal die andere Sicht einzublenden. Also, danke. Ja, so, weiter geht's. Danke auch dafür. Oh shit, ja. Du musst jetzt zeigen, wo die Base ist, weil ich hab's völlig vergessen. Heilige Mutter Teresa. Ich hab ganz vergessen, wie krass. Ja, dann hätte man sich auch einen T-Rex zähmen können. Ja, ihr müsst euch vorstellen, Max hat halt einfach 1000-mal erzählt, wie krass es wäre, einen T-Rex zu zähmen. Und wir haben einfach einen T-Rex. Ja. Und das nächste ist ja, dass wir. Wir haben einen neuen Patch. Ja, wir haben einen neuen Patch und der ist halt richtig krass. Der ist richtig krass. Also die erste Änderung, die wir jetzt mitbekommen haben. Hier ist ein 56er Triceratops. Ja, ja, den habe ich vorhin schon mal gesehen. Aber lass uns erstmal den T-Rex quasi zurückbringen. Ja, aber hier, lass mal die Stelle merken. Weil den würde ich ganz gerne auch holen. Ja? Ja, oder? Ich glaube, wenn wir gleich an Kylo rangehen und ja, sowas. Okay, true, ja, das war ja der Plan. Ja. Ich glaube, es ist hier. Bin aber nicht sicher. Mein Problem ist halt, naja, auf jeden Fall ist jetzt das Ding, der Raptor zum Beispiel, der kann einen von einem niedrigen Reittier runterholen. Ja, und das nicht auf die nette Art und Weise. Ja, so runtergrabben und dann hält er dich am Boden fest und beißt auf dich ein. So, ja. Also ist ein Raptor inzwischen beim PvP ziemlich GG. So. Und, ja. Also das ist jetzt mal die erste Änderung, die wir so mitgekriegt haben. Wir haben uns jetzt die Patchnotes nicht detailreich durchgelesen. Heilige Mutter Teresa, ich hatte den T-Rex halt voll drauf, als er geschissen hat.
Das war übrigens eins der meistgesehenen Feedbacks von wegen, Johnny, du musst öfter kacken. Alex, wie kacke ich denn? Ich glaube, Z ist kacken, oder? Ich weiß auch nicht ganz, was das bringt. Nee, doch nicht. Das zeigt mir nur, wenn man kackt, hat das wohl irgendwelche Vorteile. Also soll ich öfter kacken. Okay. Nur leider ist mein Teammate, weiß nicht warum. Also schreibt das gerne nochmal in die Kommentare rein. Ansonsten habe ich nochmal ein bisschen am Sound abgemischt, damit das Ganze ein bisschen mehr atmosphärisch ist. Das Ganze wurde leider resettet. deswegen muss ich das Ganze jetzt hier quasi on the fly nebenbei ein bisschen machen. Ziel ist quasi, dass die Musik quasi ein bisschen cooler ist und die Effekte ein bisschen lauter sind und trotzdem Adex immer noch gut hörbar ist. Wir brauchen jetzt bitte, hast du... Max hat schon wieder Pause gemacht. Okay, interessant. But why? Weiß ich nicht. Ja, ich denke mal. Ich gehe mal kurz fragen, ne? Okay. Okay, hey, jetzt läuft schon wieder. Also okay. ich habe jetzt ein paar. Ja, von mir aus können wir sofort wieder. Also wir haben jetzt einen Plan gemacht, was wir machen wollen. Fangen wir mal da an. Ne? Genau. Fangen wir da an, wo es alles herkam. Was macht. Unser Plan ist relativ klar, wir wollen ein weiteres Nutztier uns holen, um besser Steine abbauen zu können. Das ist so einer der Teile. Ich gucke gerade, ob ich noch Metall habe oder so. Ich muss jetzt hier echt mal ein bisschen was rausschmeißen. Das wurde auch öfter kritisiert, dass ich... Okay, das zum Beispiel ist jetzt ein bisschen sehr laut. Was ist laut? Ich habe gerade ein Level abbekommen und der hat einfach mein Hirn weggeboostet. Aber okay, dafür, dass das bis jetzt quasi... gar nicht zu hören war, ist das eine sehr große Überraschung. Ich habe auch den Tipp bekommen, dass wir unsere Basis ja anmalen könnten in grün und braun und so weiter und so fort. Das ist eine coole Idee. Dass wir die richtig tarnen, ne? Ja, wir haben uns auch überlegt, dass wir uns einen neuen Spot holen. Wir haben jetzt einen kleinen Plan. Wir holen ein weiteres Nutztier. Das ist nicht der Döti, sondern ich würde einen Ankylo holen, weil der kann auch Metall. Also ist der jetzt erstmal mehr worth. Okay. Und wir haben ja da unten irgendwo. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt, einen Plan gemacht und dann hast du dich nochmal alleine hingesetzt und gedacht, nee, komm, scheiß drauf. Ja. Der Plan ist mir egal. Mhm. Ja. Ja, nee, aber ich hab nur eine Variable geändert. Ja, wir können ja mal so ein bisschen darüber reden, was unsere Late-Game-Plan aktuell ist. Übrigens, Wasserglas wäre jetzt übel worth, mal langsam zu craften. Ja, kannst du ja machen. Ja. Du hast es ja gelernt. Was brauche ich? Leder, Kristall. Du hast doch Kristalle abgebaut. Ja. In der Höhle. Zwei Stück habe ich noch. Ja, wo? Hier im Schrank. Okay, sehr gut. Was war's noch? Okay, willst du wo? Also, jetzt ist die Frage, wollen wir erstmal los und diesen, den Ankylo holen? Oder wollen wir die Base, hier weiter ausbauen? Nee, wir machen erstmal den Ankylo. Okay. Der Plan ist... Also, du hast ja die... Ich brauche noch einen Bogen und ich brauche Pfeile und sowas alles brauche ich noch. So, das heißt, nehmen wir mal einen Bogen, Holz brauche ich. So, da noch ein bisschen Holz. Was. Ich glaube, ein bisschen Holz sollten wir eh mal dabei haben hier. Welche Taste ist nochmal für reparieren? Einfach die Aktionsleiste nochmal wählen. E ist es. Ja, das wird wahrscheinlich auch gereicht. ja, ich habe genug Pfeile. Wir können, denke ich, los. Das okay, dann ich baue mir gerade einen Bogen. Ja, macht das von mir aus. Ja, also ein Nutztier wollen wir holen. Dann spammen wir ein bisschen. Wir bauen mit dem Nutztier Metall ab, währenddessen spammt Alex quasi mit dem Stein, den wir farmen, ein bisschen von Foundations. Wir wollen dann nebeneinander stehen, weil dann sharen wir XP, was wir nicht die ganze Zeit bis jetzt gemacht haben, was so ein kleines Problem ist. Ich bin ein bisschen runtergelaufen schon. Oh. Richtung rechts. Ich brauche auch noch einen. Wie viele Pfeile hast du? Genug. 28 Betäubungspfeile. Okay, dann lass mich mal ganz kurz beim Dododex gucken. Ach, ich mach mir da wenig Sorgen, also. Ankylos sind auch relativ stark. Ich weiß nicht mal, wie ein Ankylos aussieht, wenn ich ehrlich bin. Also das ist so ein kleiner, flacher Dino mit kurzen Stacheln. Sieht okay. Ein bisschen aus wie eine Echse. Wo bist du jetzt? Wieder hinten? Du warst doch gerade bei mir. Ja, aber ich habe doch in Dododex geguckt. Och. Jetzt hier aber nicht traurig. Mama, hol mich ab, bitte. Ja, das ist doch sonst immer dein Ding. Warum rennst du einfach los? Du weißt doch gar nicht, wo du hin willst. Ja, das hält mich doch nicht davon ab, was du müsstest tun. So, okay, also ihr habt schon gehört, generell ist es jetzt so, dass wir Leben verlieren, dass wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Ich mache mir da allerdings wenig Sorgen. Also ich werde trotzdem hart reintreuen. Ich habe nur vier Pfeile. Betäubungspfeile? Ja. Ja, warte, ich kann dir welche droppen. Ja, gib mal noch so ein paar.
Gib. Na, warte. Ja. Let's go. 13. So, ich habe auch ein Fernglas. Das heißt, wir können aus der Ferne schon mal feststellen. Und das Geile ist halt, die ganze Zeit haben sie drüber geredet. Oh ja, da hol dir doch einen T-Rex und Pipapo und haben das so als mega krass hingestellt. Und wir haben einfach schon einen, weißt du? Ja, ich muss gerade sagen, das ist halt so lächerlich. Ja, das ist halt wirklich das Krasse. Das Problem ist quasi, dass der T-Rex und dadurch, dass wir keinen Sattel haben, natürlich jetzt nicht so mega krass sieht. Oh, fucking hell. Nein. Was ist? Hier ist so ein kleiner Fick-Bums-Dino-Klau-Arsch. Kill ihn halt. Okay. Ich dachte, er wäre stärker. Aber ist ja kein Truder. Ist auf jeden Fall okay. Ein Truder. Wassersack ist auch voll. Ja, same. Und ja. Also jetzt müssen wir halt wirklich aufpassen gegen PvE, weil jetzt zum Beispiel, wenn wir in einem Terzi über den Weg laufen, das ist halt komplett stupid, wie stark der ist so. Also okay. Terzi, kennst du? Nee, kein Stück. Das ist der mit den Scherenhänden. Ach so, ja. Ne? Der mit dem Schnabel und so. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch einfach immer unseren T-Rex mitnehmen, aber es ist halt ein bisschen umständlich. Ja. Also solange wir nicht auf dem reiten können. Hast du den eigentlich jetzt auf passiv oder neutral gestellt? Neutral. Okay. Da war soweit nichts mehr drin, okay. Ja, wo ist denn jetzt das Ding, was du holen willst? Zement? Was links. Du? Ja, okay. Zement kriegen wir im Biberdamm. Ja, Zement ist auf Dauer halt auch noch relevant für das Wasserglas. Das wäre halt echt nochmal eine Option. Ja, also die Biberdämme sind ja auf dem Weg zur neuen Basis, wo wir uns den neuen Basisspot gesucht haben. Ja, wir haben uns nämlich ein bisschen was ausgesucht in der Zeit. Da auch nochmal Dacke an Kay, der uns da quasi beraten hat. Alex hatte einen Spot und wir haben ihn dann quasi gefragt, ey, yo, ist das cool oder nicht? Das Vieh hier ist ein... Genau. Also okay. ich hab da... Nee, das ist ein Dödi. Ja, den willst du nicht haben. Nee. Okay. Ja, wir haben. Ich habe mir quasi einen Spot ausgesucht. Das hier vorne? Das Ding hier? Nein. Der hat lange Stacheln. Der andere hat kurz. Sieht ähnlich aus, nur mit kürzeren Stacheln. Okay, ist hier irgendwas Akku, aber das musst du mir dann sagen, ne? Das weiß ich eben nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, aber lass mal nicht so nah ran. Ja. Ja, Alex hat quasi. Hier müsste der an Kühle rumspringen. Ich habe den hier gesehen. Auch nicht sagen, ja, ne? ich habe. Was habe ich? Alex hat quasi einen Spot gefunden, der nochmal ein bisschen attraktiver ist, weil der aktuelle ist ja leider dadurch, dass die Deckung weg ist, ein bisschen kaputter. Den wir jetzt haben, ist auch eine Plattform und da ist halt Metall. Und Metall ist ja gerade so ein bisschen das A und O in dieser Spielphase. Lass einfach den Scheiß Dino hier zählen, bevor wir 10 Jahre suchen und nichts machen. Nee, das bringt nichts. Also das Ding ist halt, wir müssen ja nachher auch Metall haben. Wenn wir jetzt die Zeit investieren für den Ankylo, und der dann kann müssen wir es nachher safe nicht mehr tun, weißt du? Ja, der kann safe aufsteigen. Okay. War ein bisschen weniger. Oder? Naja. Aber Metall ist jetzt halt erstmal... Also eigentlich... Das hilft ja uns ja auch beim Leveln dann, weißt du? Ja, schon, aber die Metallspitzhacke baut halt auch beim schon. Beim Dödi haben wir jetzt halt vielleicht ein Problem, weißt du, wenn der sich einrollt, dann bist du halt RIP. Dann kriegst du da erstmal keinen. Ich weiß nicht genau, wie man die Dödis zähmt. Ich würde sagen, ich habe einen Boom. Engage. Hier sind nochmal zwei Dödis. Da hinten. Ach nee. Oh. Ich dachte, der hätte eine rote Wolke um sich rum, das wäre ein Alpha. Nee. Aber das war ein Also Strike, Dödis gibt es scheinbar sehr viele. Ja, Dödis gibt es jetzt gerade. Also warte mal, pass mal auf. Der hier hat Level 8, das ist Schrott. Der da hinten. Ups, runtergefallen, oder? Ja, aber das ist so ein bisschen der Plan der heutigen Folge. Der hat auch Level 8, die beiden haben Level 8. Ja, dann lass uns nochmal zu dem anderen Dödi zurückgucken. Ja, wir wollen quasi in Dödi oder sowas in der Richtung zähmen und die Base umsetzen, quasi Richtung neue Base. Denk mal, das ist der Plan für die heutige Folge, ne? Ja. So, und dann für das Ziel für die ganze Woche ist wahrscheinlich dann auch schon die Bären zu zähmen. Da ist er doch, der Ankylo. Ja, oh. Level 58, holy shit. Mega gut. Ja, der wird ein Akt. Das Vieh da hinten. Ja, und der wird aggro. Ja. Ach, der vor mir hier direkt oder der da hinten? Der geradeaus. Hinten. Ja, dann gehe ich den mal pullen, ne? Hab ich schon? Nee. Ich hab daneben geschossen. So, 5 Sekunden warten immer, ne? Er ist halt arschlangsam. Oh wow. Warte länger, Junge.
böllerst da einfach nur rein. Und du kannst den Boden voll auflagern, dann macht der Pfeil am meisten. Nicht einfach nur schießen, aufladen. Ah ja, die Musik ist ja echt laut. Dann macht der Pfeil mehr. Scheiße, ja, da ich hab aufgeladen. Alles. Fuck. Hä? Was ist? Ich hab Kompis hier. Ja, das sind ja nur Kompis. Die könnten mich halt töten, ne? Hast du Hilfe? Ja, ich versuch mal, die abzuschütteln. Ja. Okay, da kommen sie wieder die Bodenscheine. Okay, das. Kommt der da rauf? Nee, aber meine Pfeile bleiben im Stein stecken. Guck dir das mal an. Ja, mach doch das nicht. Warum? Ja, Digga, die guck mal, wo die stecken. Ja, wenn du einen Pfeil da reinschießt und der bleibt stecken. Au, jetzt krieg ich von Fickviechern hier aufs Maul. Ach du, der kommt zu dir, du hast Akku gezogen. Ja. Du hast das im Griff, oder? Geht. Okay, ich komme. Oh shit, ich bin stuck. Ja. Nein! Was jetzt? Warum hast du das? Wie ist das denn passiert? Warum? Warum greifst du ihn an? Ich hab ihn nicht bewusst angegriffen, Alex. Als ob ich mir denke, Alter, lass den mal pullen. Fuck! Holy shit! Der hat mich aufgespießt und trägt. What the fuck? Nein! Alex! Was muss ich machen? Weiß ich nicht! Stirb! Ich musste killen! Ich sterbe gleich! Okay, er hat mich losgelassen. Okay, er hat mich. Okay, piek sie weiter. Ja, ich fick den richtig. Fuck, ich hab kein Fleisch. Wir müssen hier weg. Ja, sobald du, Digga, sobald du musst ihn killen. Attackier ihn. Easy life. Alter. Das lief doch gut. Den Dino kannte ich allerdings auch noch nicht. Oh, der hat eine krasse Mechanik. Oh Gott, nein, die Hyäne. Geh weg. Wo ist denn die hier, ne? Welche okay, also wir verlieren jetzt Leben durchs PvE und sofort greift uns die Welt an. Ist auf jeden Fall Level 62 hier. Level 20. Okay, wir müssen einmal zurück zur Basis. Das warum? Geht so nicht. Warum? Ja, weil ich. Hallo, ich habe noch ein Viertel Leben. Ja, ja, ich werde einmal gehauen, bin ich tot. Ja, das ist doch genau das. Jetzt lass hier das Ding zählen. Ja, aber das ist nicht unserer. Und der hat noch einen Freund. Na gut, auf geht's. Warte mal, ich hab doch gerade getrunken. Alter, okay, also von diesen Langspitzern, da, die werden scheinbar auf dem Radius aggressiv. Hast du Bären für mich? Ich droh gerade zu verdursten. Nein. Kannst doch selber glauben hier. Wie hab ich denn jetzt gerade das ganze Wasser verloren? Ich hätte doch einen Wasserschlauch. Okay, dann bring mich mal zum Wasser, mein Freund. Es ist bei selber ein bisschen scheiße. Also, es gibt schon mal eine gewisse Gefahr, dass ich sterbe. Hier. So. Eine Beere macht ein Wasser, ne? Und 100 Wasser ist wieder voll. Also wenn du 100 Beeren frisst, dann bist du voll. Wieder mit dem Wasser. Gecheckt? Ja, ja, ich weiß. Ich fresse auch die ganze Zeit Beeren, aber er hat nicht so Bock, Na gut. Tatsächlich dann, hinzukommen. Dein Wasserschlauch ist auch leer? Ja, ja. Bin ich weiß auch nicht, irgendwie war es ein bisschen strange. Eigentlich habe ich. Wo bist du? Ja. Ich muss weiter abbauen, damit okay, ich nicht sterbe. Ja, wir müssen da runter. Ja, was ist ein Beginn? Ja, ist halt echt. Mann! Ja. Das ist halt genau das, was ich mit diesem Leben meinte. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich so sehr, dass man sterben kann. Ja, nee, das ist, wir haben das einfach, das nächste Mal müssen wir das halt besser machen. Ja. Ich auf Elb bin, ich habe jetzt schon wieder 50. Was habe ich zu mir genommen? Ach, leck mich doch. Das geht nur langsam, ne? Ja, ich habe scheinbar irgendwie rohes Fleisch gefressen. So, Oh, lol! Ist ein Skorpion tot? Okay. Womit? Axt oder nicht? Nice. Ich dachte, das wäre eine Wurzel, ey. Hat er irgendwas Geiles gedroppt? Nö. Ja, genau, hier oben drüber ist unsere Basis. Ja. Da müssen wir gleich sofort nochmal los, ne? Hast du noch Sachen für Narkobären, damit wir mehr
Betäubungsfeuer machen können? Ich habe noch zwei Töpfchen. Nee, aber hast du... Produzier mal neue, bitte. Ja, da müssen wir erstmal Narkobären farmen. Ja, eben, das sag ich ja. Ja. Du die hast. So. Oh, lol. Alles klar. Wir hatten Adler, Pfeile, Bögen und alles Mögliche verloren. Ja, da beschwere ich mich ja nicht, ne? Nö, gar nicht. So. Okay. Also dieses Wassersaufen, das geht mir halt auch übel auf den Piss. Ja, brauchen halt die... Naja, aber egal. Also wir haben es jetzt 20 Minuten gemacht und absolut gar nichts erreicht. Ja, außer dass wir gemerkt haben, dass die einen Stacheldinger da, ne? Ziemlich stark sind, ja. Ja, jetzt müssen wir halt zurück mit dem Trike. Also, weißt du, du bist halt... Lass dich davon nicht abbringen, so. Ja, dass wir nichts gemacht haben. Die anderen kriegen auch nichts auf der Kette. Ja, aber wir können auch einfach den fucking Dido-Divi da. Ja, zählen. Dann solltest du aber vielleicht nicht alle Didos im Umkreis pullen. Ja. So. Ja. Ich hab jetzt ja auch nochmal ein paar. Also wir sollen eigentlich genug. Guck mal oben rein. Ich hätte da ja noch ein paar Töpfchen gemacht. Vielleicht sind die noch gar nicht ready gewesen. Nee. Alter, was ist denn mit dem Kacken hier los? Der hat 5 Bollen unterm Arsch. Okay. What the fuck? Hast du mal geguckt, wie viele von den, nix mehr drin? Wie viele Pfeile wir für den in der Theorie brauchen würden? Nö, hab ich nicht. Siehst du? Ankylosaurus. Was war der eine? Der war 62, ne? Das 56, war dann, das war, glaube ich. Ja, 58 und 62. Aber wir bräuchten... Waren so Base rechts oder links, wenn man hochkommt? Also welcher Weg war schneller hoch? Links, ne? Ja. Ich guck gerade, das sind... Hä? Ach doch, hier. Bogen, 22 Pfeile. Okay. Ja, die Pfeile habe ich jetzt auf jeden Fall nochmal 29 gekriegt von dem Adler. Und jetzt gucke ich gerade, Fleisch haben wir noch jede Menge, Gammelfleisch. Dann gehe ich mal schnell mit dem Trike los und hau ein paar Büsche kaputt. Ja, vielleicht finde ich den Weg zu unserer Base gerade nicht ganz. Ist es scheinbar nicht links gewesen. Ja, du hast ja auch mega... So. Der hört sich ganz neu an, der Triceratops. Ja, vieles wurde eben reworked. Wir sagen, dieses Atmosphärchen noch, wir zocken jetzt deutlich mehr Spaß. Aber die Musik hat mir eben auf jeden Fall kurz das Hören weggepustet. Fucking hell. Ich habe vielleicht den T-Rex unsere Basis zugestellt damit. Okay. Das hört sich noch nicht ganz so schlimm an. Aber vielleicht ist er jetzt runtergefallen. Ist er runtergefallen? Ja. Aber die kriegen keinen Fall damit. Hey, hier ist so. Hier ist einer deiner Dudes, die du haben willst. Der steht direkt vor mir. An Kilo oder was? Ja. Ja, ich muss jetzt erstmal den T-Rex wieder zur Basis bringen. Ist er wirklich runtergefallen? Ja! Beißt sich Lüg rum oder was? Ja. Muss ich lang. Ja gut, jetzt ist halt hier ein Adler, ne? Da, wo ich lang muss. Digga. Na gut, Level 8. Den müsste ich eigentlich kriegen. Ja. Wie du weißt, habe ich allen Adler den Krieg erklärt. Ja. Also da oben ist sie. Oh, okay. Komm her! Mr. Surprise! Surprise, Motherfucker! Alter, das kann doch nicht sein! Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Geh doch einfach zum Wasser und von dort aus kannst du dann wieder hinfinden. Bist du an den richtigen Koordinaten? Ich denke schon. Wo läufst du hin, Surprise? Hast du unseren T-Rex nicht unter Kontrolle? Ja. Stell dir vor, es wäre so wie bei Pokémon. Brauchst ein gewisses Level, damit der dir überhaupt gehorcht. Pokémon! So. Du hast dich mal um, damit es ein bisschen gruseliger für die Leute wird. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt steht er halt genau an der Kante wieder. Ey, das ist so ein Wehe, du bringst in seinen T-Rex irgendwie rein, ne? Nein, geht gar nicht. Es gibt Dinge, die kann ich dir verzeihen. Dinge, die kann ich dir nicht verzeihen. Ja, es steht jetzt halt auf der Kante von der Base. Also ganz einfach. Wir haben jetzt viele Narkobären gefahren. Das ist das Positive. Das Negative ist, ich bin der Base nicht näher gekommen. Hol mich mal ab.
Wie soll ich dich denn abholen? So, ich bin jetzt am Wasser. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Unser T-Rex steht oben auf der Kante drauf. Den könntest du eigentlich vielleicht sehen. Ich glaube, da war die hohe Kante. Dir ist heiß. Es regnet, Alter. Wie kann mir denn zu heiß sein? Okay. Ja, warst du schon mal asiatischen Truppenländern Dings? Uff. Nee. Ja. Da kann es regnen und wegen der Dings da stirbt er halt. Luftfeuchtigkeit. So. Ja, sieht ja auch ein bisschen tropisch aus, ne? Das darf man halt echt nicht vergessen. Na, wir sind ja im Dschungel hier. Gebiet heißt ja Dschungel. So. Okay, das ist wirklich krass. Ich habe mich offiziell verlaufen. Das ist schön. Schade. Ich dachte halt, ist das hier rechts? Aber es ist hier nicht hier rechts. Das macht mir langsam ein bisschen Angst. Überladen, seriously. Ich friss halt die scheiß Bären. Ich droppe euch einfach. Okay, Leute. Ja, wie geht's unserem T-Rex? Lebt er wieder, oder? Naja, was für wieder? Ja, du hast eine Klippe runtergestürzt und dann fast das zweite Mal. Wir kriegen keinen Fallschaden. Gar keinen? Nein. Wie ist denn dann, also, solange keiner drauf sitzt. Dann ist unser Tripod echt verreckt gegen einen scheiß Adler, ja, ne? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Das war halt ein 56 Tribe. Du musst ja erstmal killen. Ja. Und da ist schon wieder ein Adler an unserer Base. Okay, das bleibt halt für mich halt ein großes Mysterium, ne? Ich meine, ich kann das hier irgendwie rechtfertigen, weil ich währenddessen wenigstens halbwegs Narko wäre. Okay, ich bin in unserer alten Base. Ich glaube, die sind noch langsamer geworden, die Trikes. Ja, alte Base und dann musst du noch weiter nördlich. Weiter nördlich. Okay. Am Strand entlang. Die nächste Einbuchtung, dann war ich ja doch richtig unterwegs eigentlich. Die nächste Einbuchtung ist dann quasi unser Bogen und danach ist dann der... Aber wie bin ich denn... Also ich bin ja echt... Da kann ich, dass hier schon wieder Geier ankommt. Ey. Okay. Naja, hast du denn währenddessen jetzt Narkobären gefahren? Ja, der Argentavis kommt gerade. Krokettenkalle und der minus ist 20. 1 Leben. Was ist? Der ist sehr krass. Der ist 20. Und unser Dino ist gerade... Mann, ey. Ich sehe aber die Damage-Zahlen. Das ist sehr cool. Also wenn es jetzt wieder wo die Base ist. Warte mal, warum ist unser T-Rex hier unten? Weil der runtergefallen ist beim Angreifen. Ja. ich finde diese Regel so blöd. Ne? Also das möchte ich einmal gesagt haben. Ja, einmal, das war jetzt aber das zweite Mal. Ne? Ja, ich sag's auch noch 10 Mal, weil die Regel halt doof ist. Ich ärgere mich darüber wirklich. Aber gut. So, falls alle anderen sagen, das ist toll, dann muss ich mich fügen. Ich fasse den jetzt mal hinter mir her, ne? Ja, mach mal. Achso, ich bin hier eben einfach links gegangen. Oh, warte mal, nee, wir laufen ja hier rum. Auf geht's. Greift ihr jetzt einfach alles auf dem Weg an? Nee, ne? Mein Helm ist auch kaputt. Nein. Er ist auf neutral, das heißt, wenn er angegriffen wird, dann ja. Alter, der interessiert. Oh, warte mal, da ist dein Kühl. Heilige Mutter Theresa, Alter. Surprise, jetzt geh mal Zähne putzen, Alter. Du stinkst aus dem Mund. Unser. Okay, unser Kühlo, den wir zähmen wollen, ist da unten. Ja. Wie ist denn jetzt der T-Rex, der hat gefightet und fällt dann runter, oder was? Nein, vom Drehen her. Er wollte sich umdrehen und stand genau auf der Kante. Ja, das und ist da gut, er nicht auf der Stelle nicht drehen kann, sondern im Laufen drehen muss, fällt er da natürlich runter, weil er dumm wie Brot ist. Und die KI. Das ist ein urzeitlicher Dino. Ja. Komm du mir mal unter, du kleiner Eierbeißer, du. So, mein lieber T-Rex, du bist überladen. Ich bin überladen. Krass. Aber ich habe echt viele Narkobären mitgebracht. Das ist ganz toll. Ich habe in der Zwischenzeit 220 mal gefahren. Oh, vielleicht habe ich jetzt... Ah, ist nicht so. Vielleicht hast du die Narkobären rausgeschmissen. Nee, vielleicht habe ich sie gefressen, aber das wird schon klar gehen.
Nein, ich habe die Weißen gefressen. Du drohst zu verdursten, Alter. Es ist halt wirklich, also das... Ja, weil du die Weißen gegessen hast. Ja, ich weiß. Das macht mich trotzdem nicht glücklicher. Warte, dann übernehme ich dann eben den Rex. Ja, mach mal. Ganz genau. So, komm mal her, mein Großer. Ach, sprinten wir jetzt nicht die Glücksidee meines Lebens. Oh, warte mal, warum ist hier ein Schatten von einem Adler? Weil da ein Adler ist. Ich sehe den Adler nicht. Dann lassen wir die hier einfach mal so stehen. Arschlecken 250. Geh schnell zurück, hol mir die Narcos. Narcos. Blau, 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 blau. Okay. Ja, und dann, okay, das war... Was? Dann machen wir mal wieder was. Also, wir brauchen wahrscheinlich 20 Darts für den. Stroh fehlt. Na gut. So, und ich habe jetzt 31 Pfeile gemacht. Du hast ja auch noch ein paar. Ja, ja. Also das sollte erstmal reichen, ne? Ja, ich denke auch, das ist ein Kopf. Dann nehme ich noch 10 Pfeile zur Selbstverteidigung mit, also ohne Tranquilizer dran. Selbstverteidigung, finde ich sehr schön. Ja. Wo bist du jetzt? Am Strand. Okay, dann komme ich jetzt runter. Ach, warte mal, was ich noch machen könnte, wäre... Also der Adler... Oh, okay. Eigentlich müssten wir uns ein bisschen Fleisch machen, weil wir können uns halt heilen damit, weißt du? Alter, wir können das auch einfach clean spielen. Bin ich nicht so überzeugt? Ich schon. Ich würde trotzdem jetzt gerade mal zwischendurch einfach ein bisschen mit Fleisch durchrennen lassen. Ja, Feuerstein, ja, Holz, Stroh. Das tut dir nicht weh. Feuerstein, Holz. Bringst du mir noch ein paar Narko-Töpfchen mit? Ja. Sehr gut. Hör auf zu verdursten, du bist kurz vorm Wasser. Warte mal. Was ist das für ein Geräusch? Ich werde angegriffen. Was bist du? Was ist es? Du hast mir was geklaut. Den Wasserschlauch, du dummer Hurensohn. Ja, genau. Das ist so ein Wichsvieh da. Okay, Steinpfeiler. Ja, das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Der wird gechased. Ich werde jetzt ein bisschen aufpassen beim Chasen. Oh, warte mal, wir könnten ja den T-Rex auch Futter reinlegen. Bist du ein Raptor? Ja gut, okay, der Wasserschlauch ist weg. das ist so ein kleines Vieh, was wir vorhin ganz am Anfang gekämpft haben. Ich weiß, aber der hat mich outrunnt. Outplayed. So kann man es auch nennen, aber das verletzt natürlich meine nicht, Gefühle. Ne? So. Okay, ich komme jetzt zum Wasser runter. Kannst du gerne machen. Ja, Essen haben wir halt immer noch nicht. Wir müssen zwischendrin Beeren sammeln. Ja, das ist jetzt scheißegal. Das ist einfach den Dino-Zer. Das wird... Ja, es wird jetzt eh gleich Pause sein, oder nicht? Nee, wir haben noch. Echt? Wir haben ein bisschen wahrscheinlich. 2-3 Minuten. Oh Gott, ich habe eine Narko-Beere gegessen. Uff. So, da bist du. Okay, let's go, ne? Ja. Wohin gehst du? Ich baue gerade nochmal ein paar... Hast du... Achtung, warte mal. Da kommt er wieder. Was hat er jetzt? Hat Zubu-Bär, ist das egal. Naja, komm, lass ihn sein. Naja. Drop mal ein paar von den Narko-Dingern, bitte. Ja. Achtung, den Adler, da müssen wir noch killen. Komm, wir killen den Adler noch. Ich glaube, den Rest schaffen wir ja nicht mehr. Oh. Ah, ja, das war eine weitere Folge, ne? Das war natürlich jetzt noch nicht die produktivste der Welt, aber wir haben gemerkt, Alter, PvE-Leben zu verlieren tut richtig weh. Und ja. Karl hat in der Zeit 2 Leben verloren. Also so stimmt, kann es wohl nicht gelaufen sein. Die nächste Folge dann wieder bei Alex, 18 Uhr, schaltet auch da ein. Und bis bald.